Ist sie nicht eine Augenweide? Damit willkommen zurück zu... Was? Zu Immortal Tormented Fathers. Was auch immer das heißt, ich muss das mal übersetzen lassen. Auf dem Google Translator oder sowas. Ich habe keine Ahnung. So gut im Englischen bin ich jetzt doch nicht. Jetzt nichts. Auch nichts. Oh, die kann jetzt... Die kann jetzt wohl nicht rennen. Ah ja, das würde ja zu viel Lärm machen. Da war doch gerade was. Jetzt. Neuer Sammelgegenstand. Drücken wir. Ein Text. Dezember 68, glücklich vereint. Ja, schön. Gab's bei den... Ach, Mensch! Mensch! Gab's hier noch was? Ah, habe ich hier noch was übersehen? Sorry, dass ich etwas länger brauche. Also, das Spiel soll nach ein paar Stunden, nach 7 Stunden, glaube ich, vorbei sein, wenn man nicht stirbt, ja. Aber man soll da sehr oft sterben. Kombinierbare. Inventar öffnen, Schnellauswahl, Ablenkungsgegenstände. Ach du Kacke. Ablenkungsgegenstände werden benutzt, um deinen Gegner zu verlangsamen oder abzulenken. Du kannst 3 davon tragen. Okay. Jetzt habe ich... werfbar. Okay. Hier gibt's nichts. Weiter geht's. Ach so, jetzt kann ich das werfen, das Ding. Okay. Und das hier... Ein Verteidigungsgegenstand. Hab ich doch. Ich hab doch eigentlich einen Verteidigungsgegenstand. Okay. Jetzt habe ich ein Glas zum Ablenken und so ein Ding hier. Und so ein Glasding. Messer. Verteidigung. Dank der Verteidigungsgegenstände kannst du den Gegner schlagen, wenn er dich erreicht hat. Okay. Jetzt kann ich. Kann ich das auswählen? Eine Stricknadel. Ich soll mich also mit einer Nadel verteidigen? Aber wie? Das finde ich schon heraus. Das ist ein Stromgenerator. Ich sollte das Licht besser nicht ausschalten. Nee, das ist... Ah ja, ich kann ja doch rennen. Aber das würde ein bisschen zu viel Lärm machen, glaube ich. Aber, naja. Er will diese junge Dame nicht rennen sehen. Was habe ich jetzt aufgehoben? Nix. Keine Ahnung. Aber erstmal alle Schubladen öffnen, so dass der Besitzer sie wieder schließen muss. Was liegt denn da unten noch? Hallo. Hä? Was ist denn das? Ich kann wohl nur einen Gegenstand fallen lassen. Nein, nicht das. Och, Mann, ey. Ich kann nur einen Verteidigungsgegenstand in der Hand halten. Ach ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was ist das jetzt hier? Auch eine Stricknadel.
Ja, das ist... Okay, man kann sich auch verstecken. Hallo, gehen wir mal wieder raus. Ich dachte, das ist so ein Horrorspiel. Wo sind hier die Horror-Schreck-Momente? Türen. Ducken, Tür öffnen. Es könnte jemand hinter der Tür auf dich warten. Wo du hindurchgehst, hast du die Möglichkeit, durch den Türschließ zu spähen. Okay, ducken. Okay. Nee, ich wollte doch gar nicht. Wie kann ich jetzt... Ich kann nicht durch den Türschließ schauen. Erstmal alle Schränke öffnen. Das ist wo wieder ein, das ist kein Verteidigungsgegenstand, das ist ein Ablenkungsgegenstand. Mensch. Oh, ey. Musste sich überall verstecken? Hier ist doch noch gar keine Gefahr. Oh, eine Schere. Die ist vielleicht besser als so eine komische Nadel. Warte, so. Und so. Jetzt habe ich eine Nadel, glaube ich. Eine Schere. Ja. Bisschen besser. Kann ich nicht erstmal durchgucken? Alles ist hier verschlossen. Warum sind hier alle Türen verschlossen? Ja. Also, bei mir zu Hause sind keine Türen verschlossen. Ich hätte die Stricknadel aufgehoben. Oh. Nein! Vielleicht muss ich mit der Stricknadel die Türen öffnen. Wenn die Frau so versiert darin ist. Nö. Warum auch? Dann nehme ich mal wieder das Messer mit. Ich gehe mal runter. Aber leise. Warum stünden die? Ist das bekloppt? Was ist das? Ah! Mach das wieder aus! Okay. Alles verschlossen. Oh! Die ist mal offen. Machen wir vorsichtig aber mal die Tür zu. Das, man weiß ja nie. Ja. Nein. Natürlich. Ein kleiner Speiselift. Was? Okay, das Kontrollpanel funktioniert hier nicht.
Nee, das nehme ich mal nicht mit. Strom. Upgrade. Du kannst das total. Ein Upgrade erlaubt es dir, deinen Verteidigungsgegenstand zu verbessern. Du kannst diesen nur einmal verbessern. Es gibt zwei Typen: Schaden und Haltbarkeit. Was macht die jetzt? Verbessert die jetzt mein Messer? Ah ja, hat sie. Ach, das ist eine Schaufel und kein Messer. Ich sehr beglückt. Das ist auch nur eine Nadel wahrscheinlich. Hier kann ich mich verstecken. Ah, warte, da ist ein Seil. Was? Warum? Wie habe ich jetzt die Tür geöffnet? Kann ich das ja auch machen? Nö. So, ich brauche Strom. Wo kriege ich jetzt Strom her? Ich stöhne nicht schon wieder rum, ey, das nervt. Ist abgeschlossen. Hä? Da muss doch irgendwo ein Stromkasten sein. Geh einfach mal hoch. Das hier? Ja. Der Fahrstuhl klappt nicht. Kann man sich verstecken? Die Mucke nervt langsam, aber sicher extrem. Welche Tasche? Wie groß ist das Haus hier? Nein! Das wollte ich ja gar nicht. Naja. Egal. Das hier? Wieder eine Stricknadel. Nee, die Schaufel ist da bestimmt besser. Ich komme der Musik aber näher, wie es aussieht. Kann ich da durchgucken? Ach so geht das, okay. Oh, wo ist denn der alte Sack? Ich gebe jetzt nicht alles auf hier. Das
Vielleicht kann ich den Projektor anschalten, wenn ich an der Batterie... Warum sollte ich das tun? Achso. Okay. Warum sollte ich den Projektor anschalten wollen? Die schon wieder. Upsala. Ach, wir sind jetzt im... Hier, ach, hier waren wir doch schon mal. Ist das? Ein Brieföffner. Nee, dann nehme ich doch... wieder meine Schaufel. Das kennen wir auch schon, bestimmt. Ja, das kennen wir auch schon. Die Mucke, ey, mach die Mucke aus. Mann, 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 Mann. Jetzt donnert auch noch. Eine Sequenz. Mrs. Felton. Are you here? Goodbye will be the chance to reach my land for me and then a whole new world. Please, Mrs. Felton. Ich will jetzt abhauen. Hau ab. Ich muss jetzt wohl abhauen. Ehefrau wünscht man sich doch gerne mal im Bett. What happened, my dear? The record player got jammed again, right? Yes, I know. You keep on telling me we need to buy the new gadgets on the market. Promise, promise, promise. How can I say no to you? Now get some rest, love. My little Jennifer. Jennifer? Okay, Jennifer? Also doch nicht die Tochter. Ist er weg? Ich geh mal raus. Hä? Immer diese Ladebildschirme. Verfolger, du kannst das in diesem Areal befindet sich ein Verfolger. Du kannst dich entscheiden, ob du ihn vorbeischalten und irgendwo zeigen willst. Denk dran, keinen Lärm zu machen, sonst wird dein Gegner dich finden. Warum meint er es zu rennen? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Das war's dann mit dem Let's Play. Macht's gut. Ich will abholen.
Gibt's hier sonst noch was? Ist das Bad jetzt frei oder kann ich da rein? Immer irgendwas finden. Verhältnisrobe. Was habe ich jetzt gefunden? Wichtige Gegenstände. Ja. Was habe ich gefunden? Ein Erdgeschossschlüssel. Erdgeschossflur. Okay, das scheint wichtig zu sein. Ist ja dann wie Resident Evil, oder? Wenn ich ständig irgendwelchen Typen abhauen muss. Was ist das? Ein kleiner Speiselift. Das ist ein Speicherspiegel. Das jetzt gespeichert? Ja. Okay, da ich gespeichert habe, dann kann ich ja getrost zur nächsten Folge gehen. Die Aufnahme dann hiermit beenden. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Ciao.